Ja, Freunde, heute zeige ich euch mal, wie das hier bei mir so abläuft, wenn ich was aufnehmen will. Ja, heute ist Mittwoch. Eigentlich hatte ich noch vor, heute oder morgen im Krieg auf Ami-Seite Sniper zu spielen. Ich habe auch schon gedacht, dass der Krieg heute vorbei ist, aber die Amis brauchen noch ein bisschen. Dementsprechend bin ich noch auf Russenseite unterwegs. Das heißt, ich werde heute eine Runde Russisch spielen. Und wenn das immer so alles abläuft wie geplant und ich Zeit habe, geht die erste Runde natürlich immer stagemäßig erstmal los. Da ist mir das vollkommen egal, wo ich da reinkomme. Da geht es erstmal sich halbe Stunde warm machen, so ungefähr. Je nachdem, wir werden das ein bisschen reduzieren. Mal gucken, wie es läuft. Und danach wird dann Krieg gespielt. Hat sich dann was rausgesucht und je nachdem, wie es da läuft, spiele ich oder spiele ich nicht. Deswegen für die Leute, die immer so interessieren, warum der Roland immer rausgeht oder was er hier eigentlich gerade macht. Ne? Also ich spiele immer so knapp eine, anderthalb Stunden. Ich werde mal gucken, dass wir das ein bisschen reduziert kriegen. Je nachdem, wie es läuft. Ja, momentan sind wir. Ah, wir haben Bossi. Bossi ist da. Bossi hat Langeweile. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Dreier-Match. Gut, das war's. Brauchen wir nicht spielen. Dreier-Match dauert mir zu lange. So, der erste Rage-Quit des Tages. Nach nicht mal einer Minute. Dann nehmen wir die Bergsteinstadt raus und nehmen was anderes. Ja. Schon lustig, nicht wahr? Und dann sitze ich hier und warte. Ich könnte auch ein Skirmish mit einstellen, aber je nachdem, was ich auch machen will, wechsle ich auch die Waffe. Also wenn ich jetzt hätte snipern wollen, hätte ich jetzt erstmal eine Runde Gewehr gespielt. So erstmal überhaupt was treffen und dann hätte ich danach K98 gespielt. Beziehungsweise 1903er. Ja. Und das ist immer das, was ich hierzu meine. Ich muss ja eine ganze Weile warten, wenn ich was spielen will. Und wenn ich jetzt jedes Spiel zu Ende spielen würde, dann würde ich ja im ganzen Tag nichts aufgenommen bekommen. Und Stage-Spiele sind so die ersten, die ich verlasse. Beim Krieg hängen wir noch dazu. Müssen wir gucken, wie es da läuft. Wenn wir da schnell gewinnen, dann gehe ich da auch wieder raus. Gut, wie sieht's hier aus? Das können wir machen. Da sind wir mit dabei. Gehen wir auf die A-Line. Spielen uns ganz gemütlich ein. Erstmal ein bisschen warm laufen. Also mit meinem Boost ist noch nicht perfekt, aber läuft schon ein bisschen besser. Gut. Wow, da liegen zwei Tellamin. Panzer 3, wir kommen erstmal hier oben angefahren. Scharf schon zu oben. Ein HP. Wenn um die Ecke kommt, war's das? Ja, den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Kein Problem. So, erste Aktion 5-1. An mir hat es nicht gelegen. Die Seite sieht auch nicht gut aus, aber wir müssen jetzt erstmal Erfolg haben auf der A-Line. Danach gleich auf die D-Line.
Gemüse, Gemüse, ich sehe dich. Mit der Pistole. Zeitspiel. Life muss ich erstmal auffüllen. Mit Kanonenfutter. Ein Soldat, der campt. Campt wunderbar in der Ecke. Schön, dass du auch mal einen schießt von den 10 Leuten, die ankommt, aber muss ja nicht sein. Alles immer ein bisschen unspektakulär, aber es geht erstmal nur ums Warmmachen. Nehmen wir mit, Munition ist so gut wie alle. Panzer 3 kommt angefahren. Gegen den müssen wir jetzt auch noch was machen. Ach ne, das wäre bloß ein Panzer 1. Tank zerstört von vorne, kein Problem. Wow. Aber da trefft er nicht. Gut, mehr habe ich nicht. Ach Mensch, komm schon. Out of ammo, das macht Spaß. Out of ammo, ich geb Gas! Ja, das ist die Kette. Oh, ist da ziemlich windig draußen, ne? Let's play Guckuck. So, und jetzt haben wir schon keine Munition mehr. Die Panzer stehen draußen, ich stehe drin. Die Seite wird noch halbwegs gehalten. Irgendwann trifft er, ne? Wenn man lange genug campt auf einer Position. Ah, wer will denn da reparieren? Ah, schnell spawnen. Das finde ich toll. Nix ist. War hier nicht noch irgendwo einer, der von oben kam? Durfte ich ganz kurz den Panzer zerstören. Der geht einfach nicht kaputt. Darf ich jetzt? Alle Achtung! 3H3 für einen qualmenden Panzer 3. Gib mir mal Deckung. Los, Bot, ab nach vorne mit dir. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist voll. Da. Und gleich hab ich die Schnauze voll. Ja. Ohne das erste. Der ist jetzt Gold, müsste wirken, das müsste reichen. Zack. Dahin. Warte noch kurz. Die Nachladegeschwindigkeit ist nicht die beste. Das dauert natürlich eine ganze Weile, bis der wieder reparieren kann. Komm, einen hältst du noch, einen hältst du noch. Sehr gut. Ach, natürlich. Es sind einfach zu viele Camper immer auf der gegnerischen Seite. Ne? Ich spiele hier immer alleine gegen alle. Und deswegen ist Stage einfach schon mal... Wenn du jetzt alleine welches Stage-Video reinstellst, das ist schon eigentlich gebalanced. Wir spielen 10 Mann gegen mich. Ne? 3 Panzer, 2 Infanteristen, 1 Scharfschütze. Gut, sind jetzt keine 10. Mathematisch gesehen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ne? 5 Mann, ne? Sind ja noch Bots mit dabei. Also sind es ungefähr 10.
Ja, und jedes Mal alle 2 Sekunden kommt noch ein Panzer angerauscht. Also man hat hier schon nach 2 Minuten richtig fett zu tun. Und jetzt ist der Punkt endlich gefallen hinten, weil keiner mehr aufpasst und ich jetzt nicht mehr weiß, was ich machen soll. Muss mich jetzt zurückziehen. Da kann man mal sehen, wie viel Zeit der Gegner hat. Der muss gar nicht vorrücken. Strategisch abfahren. Oh shit. Sind wir gerade am Nachladen? Es gibt so Momente im Leben. Bewegungsmäßig sind wir noch schnell unterwegs. Jetzt war wieder von hinten beschossen. Der Scharfschütze ist noch da, der Panzer ist noch da. Der weiß nicht, wo ich bin. Jetzt hoffe ich, dass Heavyset Gold gleich wirkt. Alle nicht. Panzer 1 ist noch beschäftigt. Den könnte ich von oben ausschalten, aber nur wenn ich Lack habe. C-Seite hat hier übernommen. Du glaubst auch, ich bin dämlich, ja? Na, wie viel brauchen wir heute? Nein, gut, nehmen wir die andere Seite. Spielen wir Wetten, dass? Oh, ich habe einen Panzer zerstört. Keine Selbstverständlichkeit. Da, 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 da. Ein Glück machen die anderen einen guten Job, weil alle mit mir beschäftigt waren. Hier geht's nicht so sehr darum, dass ich eine gute KD habe oder dass ich hier alle über den Haufen schieße, sondern einfach nur die Mechanik wieder reinkriegen. Hier liegen immer noch Tellerminen, die mir übelst auf den Sack gehen. Eigentlich muss ich sie ja nicht mehr zerstören, aber da habe ich keine Zeit. Den mit der Panzerfaust wegholen. Hier steht noch ein Panzer. Das ist unserer, aber der ist irgendwie tot. Der Flieger nochmal. Wie wird denn hier gemacht? So, letzter Punkt auf der Position. Das könnten wir jetzt gewinnen. Weil Roland in O2, das sollte klappen. Irgendein Bot. So, offenes Feld, 100 Meter überbrücken. Einer noch im Turm. Keiner mehr im Turm. Einmal durchgezogen. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, die anderen Bots schießen zwar von den Gegnern. Die treffen heute nichts. Jetzt ist aber mal gut da draußen. Bing, 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 bing. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Jetzt braucht er auch nicht mehr kommen. Nee, ich lass mir jetzt hier nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. 29 Schuss. Roland steht alleine im Punkt. 1 gegen 2, 1 gegen 3. Na, wollt ihr das nochmal haben? Wir haben nur Hero Roland hier. Den habe ich. Tellerminen noch gelegt. Keiner mehr hier drin. Nachladen. Mutig wieder durch die Todeszone. Halleluja. 3-0 im Punkt. Tellerminen ausschalten. Mal drüber springen. Versuchen den Kollegen zu heilen, wenn er will.
Schaffen wir bis dahin ist durch. Junge! Drei gegen zwei. Jetzt aber. Cool bleiben. Das ist immer, ne? Da hat man wieder den Amateur vom Profi unterscheiden können, ne? Wenn er ruhig sitzen geblieben wäre, hätte ich ihn geheilt gekriegt, ne? Aber nein, er muss ja rumwirbeln, ne? Weil bis die anderen den Punkt eingenommen haben, dauert es ein bisschen. Die müssen ja ein bisschen laufen. Ja? So, erste Runde warm gespielt, war jetzt nicht so das Problem. Da sollte man auch erwarten, dass ich da Erster werde, ne? Waren ja alles so Bubis hier mit dabei und die zwei Hammelpampen, die meinten, die müssten noch kurz nochmal mitspielen. Gut. War jetzt nicht so doll, ne? Aber ich brauche immerhin halt eine Runde, damit ich erstmal ein bisschen warm bin und dann geht's los. Wenn es dann losgeht, schauen wir mal, wo wir hier noch auf Russenseite was reißen können. Hier oben sieht es überall schlecht aus. Da spielen 3 gegen 3 gegen nichts. Sehr gut. Ernsthaft? Doch. Hier 200. Da oben kommt kein Mensch durch. Hier geht es auch nicht weiter voran. Die Amis brauchen noch eine Stadt. Die müssen also gerade noch irgendwas eingenommen haben. Ach ja, die haben wir unten gerade Dings eingenommen. Belgrad. Ich war mir gerade nicht sicher. Ich wollte gerade sagen Sarajevo, aber ich glaube, das liegt weiter links. Keine Ahnung. Also so gut kenne ich mich dann in Geologie auch nicht aus. Was machen wir denn Schönes? Wo könnten wir denn jetzt hier noch was reißen? Die taktische Variante von den Amis, die bringt nicht großartig viel. Also die können das jetzt hier spalten oder auch nicht, weil solange die unten die Hauptstadt noch ist, können die ja das spawnen. Also so ein taktisches Manöver ist nicht gerade das Beste. Was haben wir hier noch Schönes? Überall schlecht aus und wenn ich so auf den ersten Blick erstmal nichts finde, wo ich sagen könnte, okay. Das bringt es jetzt nicht, weil hier brauche ich nicht. Hier wäre vielleicht entscheidend. Könnte ich mich reinsetzen, wenn ich wollte. Ansonsten hier ist zwar ganz nett, aber bringt uns auch erstmal nicht viel. Hier oben, das wäre zu leicht. Das wäre wichtig, da wird schon untergespielt, aber wenn man das hier noch abschneiden könnte, ne, also möglich ist das, dann müsste ich eigentlich von der Seite kommen. Müssten wir das hier gewinnen oder das hier oder vielleicht das hier oder vielleicht das hier oder das hier. Ich meine, ich kann mich da reinsetzen, aber meistens wird das nichts. Das wäre mir jetzt persönlich ziemlich wichtig, wenn wir das spielen, aber... Meistens gehen die Spiele ja nicht auf, die ich gerne hätte, würde wollen. Kontrollieren wir noch alles hier. Ja, das müsste gewonnen werden. Das ist 50-50. Ja, dann haben wir schon nahezu alles durchgeguckt, was erstmal irgendwie Sinn machen könnte. Hier unten ist jetzt der Kladderadatsch, der nicht ganz so wichtig ist. Ja, das wäre eine Verteidigung. Da könnte man mal reingehen. Muss man aber nicht. Ne? Warte mal, wie war der Ping? War okay, hätte man spielen können. Bringt mir aber nichts, weil es eine Verteidigung ist und Verteidigung ist langweilig. Kommt sowieso keiner. Sah jetzt auch nicht so aus, als wenn da jetzt die Heldentruppe auf der Gegenseite spielt. Joa, 18-18. Ist voll. Hier bringt es nichts. Oder die spielen noch. Ja, wenn die das verlieren, wäre das nicht so schön. Das wäre egal. Das ist nicht egal. Und dann sind wir hier jetzt eigentlich eine Runde rum. Ja. Hier kann man gucken. Nix, nix, nix. Niente, nichavare. Ich setze mich gerne mal in solche Spiele rein und dann gucke ich alles andere ab. Und wenn der Roland da nichts finden kann, dann ist das halt so. Dann sind alle anderen dran. Ja, so läuft mein Tag ab. Wenn Roland mal was aufnehmen will, dann gehe ich da wieder raus. Und dann mache ich hier die Erweiterung Krieg. Oder ich lasse es gleich und mache so direkt. Weil es war gerade nichts Besseres erstmal da.
bin heute auch ein bisschen früher dran, aber deswegen hat man dann auch mal die Zeit zu gucken. Weil ich wollte jetzt eigentlich auch in irgend so ein lächerliches Spiel rein, wo wir easy gewinnen, damit man sieht, warum ich dann rausgehe, weil es nichts bringt. Kann sehr gut einen tropfenden Wasserhahn imitieren. Das kann ich stundenlang. Mache ich auch. Husten noch verrecken hier. Ja, und jetzt sitze ich schon wieder hier und warte, so wie jeder andere Pappenheimer. Au. Passiert gar nichts. Kann ich noch hier mein bisschen Orangensaft ausdrücken? Orangensaft mit Orangenkonzentrat. Sehr schön. Hey, wir spielen ein Depot. Depot spiele ich eigentlich ungern. Weil dauert nicht lange. Und meistens ist das wie so ein schlechtes Vorspiel. Man kann es halt machen. Aber manchmal bringt es auch nichts. Und je nachdem, wie gut ich den Gegner jetzt einschätze, gehe ich auch raus. Also wenn ich jetzt sehe, dass da ein absoluter Clan drin hängt und ich bin der einzige Bobby, der meint, der jetzt drauf hat, dann gehe ich raus. Das könnten wir schaffen. Wenn ich jetzt fertig gehustet habe. Das werde ich gleich merken in den ersten 5 Sekunden, wie der Gegner auftritt. Wenn ich merke, ich habe eine Chance, probiere ich es zu gewinnen. Wenn nicht, gehe ich hier erstmal raus, weil es ist ein Skirmish und damit ist es nicht, hat das keine Priorität bei mir. Das ist nicht wichtig. Weil ob ich dann hier nur noch 5 Minuten gegenhalte und versuche hier 2 Sekunden zu halten, oder ob ich mir währenddessen schon ein neues Spiel raussuche, macht eigentlich keinen Unterschied. Aber hier könnten wir das vielleicht schaffen, wenn ich das ganz gut spiele. Aber nur, wenn ich gut bin. Vielleicht sind die anderen auch extrem schlecht, also so toll sehen die jetzt da drüben nicht aus. Deswegen glaube ich, dass wir das hinkriegen könnten. Wenn Roland als erster beim Punkt auftaucht, dann haben wir gute Karten. Schlechtesten Spawnplatz gekriegt, den man haben kann. So, Sonne haben wir von vorne, das ist schlecht. Bei mir stand noch einer, ne? Irgendwo hat noch einer geschossen von rechts. Aber ist egal, wir haben den Punkt. Wichtig. Wird nicht. Himmel, Herrgott, was wird das hier? Dann wollen wir jetzt hier rumcampen, ne? Hier spazieren, der war super nah. Wollen wir mich jetzt gleich abfangen? Wahrscheinlich. Deswegen hat links was gespawnt. Ja, guck an, ich krieg einen zu viel. Wo wollen wir denn hin? Du weißt, hier liegen so viele Steine und da vorne ist der Spawn. Na komm, fahr. Einmal irgendwo festhängen.
7 gegen 6, dann lass ich mal da hinten fahren, da kommen wir nicht ran. Der hat doch nur eine Pistole und eine Panzerschreck dabei gehabt. So toll war der nicht. Der war wichtig. Wenn Roland da jetzt rankommt, ist im richtigen Moment da. Um das Ding zu reißen. Schieß mal über den Haufen, bitte. Mit der K98 hier spielen. Ist doch dämlich hoch 3. Ja, ganz ehrlich, wenn ich die Leute hier schon wieder sehe. Ich meine, es ist ja ganz nett, dass sie sich Mühe geben wollen und hier mitspielen. Aber das bringt hier absolut nichts. Selbst wenn er Weltklasse mit dem Ding wäre, dann müsste er nur Kopfschüsse machen, damit er hier mitspielen darf. So, ich nehme wieder einen schwierigen Weg. Ja, schieß mich ruhig ab, ist mir egal. Ich hab jetzt gedacht, ich umlauf den. Natürlich aus der Basis abgeknallt, von wo denn sonst? Ich komm wieder nicht dazu, jemanden zu erschießen. Oh, hier wird wieder mit Tellamin gespammt. Warum bleibst du jetzt stehen? Du willst von der Tellamine vorbei. Er hat sich überfahren lassen, der Trottel. Fahr bitte nicht mich. Jetzt wird der Punkt erstmal genommen. Lass uns hier erstmal ziehen. Und hier wird ja wieder mit allen Finessen gearbeitet. Keiner links von mir. Hol ich jetzt mal. 3, 2. Alle Leute so gut wie im Punkt. Kommt hinten keiner. Na komm, der steht doch direkt hinter dir. Jetzt knall ihn ab. Jedes Mal ein Pech dabei. Immer beim APC abgeknallt zu werden. Schon abgefahren wieder. Ich mach das APC kaputt, werd danach erschossen. Super. Keinen erschossen, weil ich jedes Mal denke, der andere wird ihn jetzt schon haben. Jetzt 8-3, weil Ronalds APC kaputt gemacht hat. Hier ist ein neues da. Komm ich hier durch. Oh, wieder durch die Todeszone. Hätte mich nicht gesehen. Auch nicht. Zack. Ach komm, ey. Dann lass mich diesmal drauf. Hat er ihm gesagt, dass ich da noch in der Ecke sitze. So, kriegen wir es jetzt. ABC ist wieder kaputt. Jetzt darf ich auch mal Abstauber-Kills machen. Hier wird nicht AFK gegangen, ey, wie ich das immer hatte. Ja,
Wenn du nur gewinnst, weil der Gegner wieder AFK gegangen ist. Pennt! Eine Zehntelsekunde. Er sitzt wieder in der Ecke und wartet, dass einer kommt. Schön, wenn man immer nur auf sich selber aufpasst und nicht auf alles andere. Das ist ein munteres Spielchen, aber es hält sich mal wieder nur die Führung, weil ich einen guten Job mache. Jetzt ist die Frage, ob ich hier wieder durchkomme. Was wieder? Richtig, the one and only. Ich sehe mal ab. Muss ich mal kurz heilen. Die spielen immer dieselbe Variante. Weiterholen. Ernsthaft? Mit der K98? Ich sag dir, das schaffst du nicht. Na, komm durch, da können wir jetzt erstmal nichts machen. Ist er da noch in der Ecke? Ist noch beschäftigt, ne? Ach! Einmal wieder vom anderen abgelenkt im richtigen Moment. Und wir gewinnen, weil ich wieder gut spiele und genau da bin, wo ich gebraucht werde, nämlich auf der Flanke. Wenn alle gut mitspielen, war ja wieder klar, der Vorführeffekt. Dann läuft's natürlich wieder. Ne? Also, auch sage ich euch, ist immer wichtig. Ja. Viel Einsatz wiedergebracht. Wenn ich die APCs nicht kaputt mache, verlieren wir das Ding. Bin ich überzeugt von. Wenn ich nicht mitgespielt hätte, hätten wir verloren. Ja, klar hätte irgendjemand anderes, der genau oder besser ist als ich, das auch übernehmen können, aber ne, wahrscheinlich, wenn er auch nicht mitgespielt hätte hier. Ja, unser Danny Giligulus kann ich auch nicht sprechen. Ne, wenn der nicht mitgemacht hätte, wäre es, glaube ich, auch nichts geworden. Naja, ist aber gut gegangen. So.